Also wie man sieht, befinden wir uns hier auf dem wunderschönen Kliemannsland, wo ab jetzt gekocht wird, nämlich ganz viel, ganz, ganz lecker mit Gästen und mit mir, Zora. Ich freue mich drauf auf Kochma. Auf das ganze Projekt, auf eine Kochsendung und ein Restaurant im Kliemannsland. Also es entsteht ja so während der Sendung. Der Plan ist, dass ich immer irgendwelche coolen Gäste bei mir an der Seite habe. Und dann kochen wir gemeinsam und dann essen wir auch gemeinsam. Also ich koche immer ganz bunt und ganz fröhlich. Ich glaube, das spiegelt dann schon so ein bisschen mich auch wieder. Schmeckt. Kochma! Ich werde meine Produkte, die ich koche, vorher immer irgendwo abholen. Hier zu regionalen Höfen fahren. Wie wird es angebaut? Wie wird es eventuell auch geschlachtet? Und dann werde ich es zubereiten. Wir haben am Anfang noch nicht so viel. Es ist alles noch ein bisschen provisorisch. Ich habe ein Messer, ich habe ein Brett und ich habe einen super alten Küchenherd. Aber wir kriegen das hin. Das wird ein richtiges Restaurant oder wie ich sage, Restaurant. Das wird richtig cool. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie es wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut wird. Kochma! Oh, das war laut.